Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen bei der FDP-Bundestagsfraktion zum Statement des Fraktionsvorsitzenden. Herr Brüderle, Sie haben das Wort. Bitte schön. Meine Damen und Herren, das ist eine ereignisreiche Woche. Heute haben wir eine Sitzung der Fraktion zu dem Thema neue Energiepolitik. Wir werden noch in dieser Woche am Mittwoch eine weitere Fraktionssitzung haben, die sich mit dem Thema Griechenland-Euro-Problematik beschäftigt. Zur Energiepolitik. Es war uns wichtig als FDP, dass drei besondere Aspekte Eingang finden. Einmal Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit, die großen Themen bei der Energiepolitik. Bei der Bezahlbarkeit haben wir einige wichtige Punkte mit auf den Weg gebracht. Kosteneffizienz bei den erneuerbaren Energien. Es gibt eine Deckelung bei der EEG-Umlage von 3,5 Cent, aber auch den Ansatz, dass man weitere Anreize bei dem EEG-Novellierung einbringt, die dazu führen, dass Kosteneffizienz damit verbessert wird. Es wird Ausgleichsmaßnahmen für stromintensive Wirtschaftsbereiche geben, weil wir die Wertschöpfungsketten erhalten wollen im Lande, in dem etwa, ich nehme mal ein Beispiel, Aluminiumerzeugung ja wichtig ist, um zukunftsfähige Motoren zu entwickeln bei unserer Schlüsselindustrie, der Automobilindustrie in Deutschland. Das ist im Mittel des Klimafonds, gegebenenfalls auch des Bundeshaushalts, vorgesehen. Die Energiesicherheit wird dadurch gewährleistet, dass es auch ein Stand-by-AKW geben wird, um, wenn die fossilen Kraftwerke nicht genügend Reserven mobilisieren können, Feststellung durch die Netzagentur, die dafür zuständig ist, auch diese Reserve für die beiden nächsten Jahre, wo es kritisch wird, im Winterhalbjahr, damit einbringen zu können. Der dritte Punkt ist, dass die Spielräume des Haushalts nicht eingeengt werden sollen. Deshalb bleibt es auch bei der Brennelementesteuer. Entscheidend ist, was ich auch noch als Wirtschaftsminister auf den Weg gebracht habe, dass wir eine erhebliche Beschleunigung der Netzausbaumaßnahmen erreichen können, auch des Zubaus von insbesondere Gaskraftwerken, weil wir etwa 10 Gigawatt Leistung relativ schnell ersetzen müssen durch das Abschalten der Kernkraftwerke. Und diese Planungsbeschleunigung ist ein entscheidender Aspekt. Und ich fordere die Grünen auf, mit ihrem Eiertanz aufzuhören, auch wenn Ihnen ein wichtiges Thema damit verloren geht. Sie müssen jetzt aus den Schmollwinkeln herauskommen und aktiv mit dazu beitragen, dass man konsequent die Veränderung der Energiepolitik raus aus der Kernenergie noch schneller als ursprünglich geplant beim Energiekonzept vollziehen kann. Ich fordere Sie auf, mit uns gemeinsam für den Bau von Stromleitungen und schnellen Bau von Gaskraftwerken einzutreten und von der Dagegenpartei zu einer Dafürpartei für den Umsteuerungsprozess auch umzuschalten, damit redlich diese Politik mit zu vertreten. Mittwochabend werden wir in unserer Fraktionssondersitzung Bericht der Bundeskanzlerin, des Bundesfinanzministers hören zu den Ergebnissen des sogenannten Troika-Berichts über die Situation in Griechenland, dass die Europäische Zentralbank, der Internationale Währungsfonds, die Europäische Kommission und das kann Grundlage, wird Grundlage sein, auch dass die Regierungsfraktionen daraus Position definieren aus ihrer Zuständigkeit. Natürlich machen die Fraktionen ihre Anträge selbst, die dann am Freitag voraussichtlich Gegenstand von Diskussionen und gegebenenfalls auch Beschlussfassung im Bundestag sein können. Das ist der Stand der Dinge, die sich bis heute ergeben. Das habe ich Ihnen bei den ersten drei Punkten, die ich erwähnt habe, versucht zu verdeutlichen. Einmal, dass es bei den haushaltsmäßigen Faktoren bleibt. Brennelemente, Steuer bleibt da bleiben. Es wird einen kosteneffizienteren Ausbau der erneuerbaren Energie geben durch die Novellierung des EEGs. Und drittens, dass wir die Netzstabilität auch durch eine Stand-by-Regelung neben den fossilen Kraftwerkskapazitäten, die wir haben, durch ein Atomkraftwerk zusätzlich geben wird.
Ich halte die Beteiligung des privaten Sektors für sehr wichtig, aber ich warte die Berichterstattung der Troika und der Bundeskanzlerin, des Bundesfinanzministers in der Sondersitzung der FDP-Bundestagsfraktion ab, bevor ich dazu nähere öffentliche Aussagen mache. Aber es ist völlig klar, man muss, wenn es zu weiteren Schritten kommt, auch zusätzliche Konsequenzen mit einbauen. Ohne Frage macht das Thema mir große Sorgen. Deshalb ist wichtig, dass man die richtigen Schlussfolgerungen zieht. Und für mich völlig klar, unabhängig von dem Bericht, den wir von der Troika und Kanzlerin, Bundesfinanzminister erwarten, dass der Bundeshaushalt unserer Republik kein SPI-Laden anderer Länder ist. Nein, das heißt es nicht. Ich gehe davon aus, wenn jetzt so viele Regierungsmitglieder in einer Maschine sitzen, dass sie nicht nur Kaffee trinken, sondern natürlich die Zeit nutzen, miteinander auch ernste Gespräche zu führen. Das Zweite ist, dass wir immer für Anregungen auch aus der Regierung dankbar sind. Aber wenn es Anträge im Parlament der Regierungsfraktion gibt, werden sie von der Regierungsfraktion formuliert. Danke. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann herzlichen Dank.